Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch und mit deinem. Liebe Schwestern und Brüder, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, heute werden wir etwas, eine wunderschöne Geschichte, ja, die Heilung im heutigen Evangelium hören. Jesus hat jemanden geheilt. Das heißt, wo Gottes Wille geschieht, haben Leid, Krankheit und Tod die Macht verloren. Jesus, vom Heiligen Geist Gottes erfüllt, heilt darum Kranke und erweckt Tote. Mit seiner Lebenskraft schenkt er auch uns Zuversicht für den oft so schweren Weg, den wir zu gehen haben. Wir beten in besonderer Weise für alle, für die Heilung aller Kranken, die unter uns sind, und denen, die in verschiedenen Krankenhäusern eingewiesen sind. Wir beten auch in besonderer Weise mit Josef Brandstätter für verstorbene Mutter und ganze Verwandtschaft. Wir schließen auch unsere persönlichen Anliegen in diesem Gottesdienst ein und beten auch für denen, wer unser Gebet versprochen haben. Besinnen wir uns auf unseren Dienst vor Gott und rufen wir das Erbarmen des Herrn an. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Wirken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die seligen Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen, für mich zu beten beim Gott. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Ja, lasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, im neuen Bund berufst du aus allen Völkern dein Volk und führst es zusammen im Heiligen Geist. Gib, dass deine Kirche ihrer Sendung treu bleibt, dass sie ein Sauerteig ist für die Menschheit, die du in Christus erneuern und zu deiner Familie umgestalten willst. Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Genesis. In jenen Tagen zog Jakob aus Beersheba weg und ging nach Haran. Er kam an einen bestimmten Ort, wo er übernachtete, denn die Sonne war untergegangen. Er nahm einen von den Steinen dieses Ortes, legte ihn unter seinen Kopf und schlief dort ein. Da hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand oben und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben.
Deine Nachkommen werden zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich unaufhaltsam ausbreiten nach Westen und Osten, nach Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen werden alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Ich bin mit dir. Ich behüte dich, wohin du auch gehst, und bringe dich zurück in dieses Land. Denn ich verlasse dich nicht, bis ich vollbringe, was ich dir versprochen habe. Jakob erwachte aus seinem Schlaf und sagte: Wirklich, der Herr ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht. Furcht überkam ihn, und er sagte: Wie ehrfurchtgebietend ist doch dieser Ort. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und das Haus und das Tor des Himmels. Jakob stand früh am Morgen auf, nahm den Stein, den er unter seinem Kopf gelegt hatte, und stellte ihn als Steinmal auf und goss Öl darauf. Dann gab er den Ort den Namen Bethel, Gotteshaus. Früher hieß die Stadt Luz. Jakob brachte das Gelübde: Wenn Gott mit mir ist und mich auf diesem Weg, den ich eingeschlagen habe, behütet, wenn er mir Brot zum Essen und Kleider zum Anziehen gibt, wenn ich wohlbehalten heimkehre in das Haus meines Vaters und der Herr sich mir als Gott erweist, dann soll der Stein, den ich als Steinmal aufgestellt habe, ein Gotteshaus werden. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Unser Retter Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und uns das Licht des Lebens gebracht durch das Evangelium. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir. In jener Zeit, als Jesus redete, kam ein Synagogenvorsteher, fiel vor ihm nieder und sagte: Meine Tochter ist eben gestorben. Komm doch, lege die Hand auf, dann wird sie wieder lebendig. Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Da trat eine Frau, die schon 12 Jahre an Blutungen litt, von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich: Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Jesus wandte sich um, und als er sie sah, sagte er: Hab keine Angst, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und von dieser Stunde an war die Frau geheilt. Als Jesus in das Haus des Synagogenvorstehers kam und die Flötenspieler und die Menge der klagenden Leute sah, sagte er: Geht hinaus, das Mädchen ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Als man die Leute hinausgedrängt hatte, trat er ein und fasste das Mädchen an der Hand.
da stand es auf. Und die Kunde davon verbreitete sich in der ganzen Gegend. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wir hören in der ersten Lesung die Geschichte der Patriarchen, von Abraham angefangen. Jetzt sind wir beim Enkel Jakob, der dann den Beinamen Israel erhält. Jakob betrog seinen Bruder Esau um den erstgeborenen Segen und musste fliehen vor ihm. Aber Gott ist dennoch mit ihm, und an einem bestimmten Ort im Freien, wo er übernachtete, hatte er den Traum von der Himmelsleiter, wo die Engel Gottes auf- und niedersteigen. Und er gibt diesem Ort den Namen Bethel, Haus Gottes. Es ist natürlich wie in der Kirche, wir können uns das vorstellen, der Altar, die Verbindung zum Himmel, wo die Engel auf- und niedersteigen. Wichtig ist auch, dass der Herr mitgeht mit diesem Volk, das wandert. Er ist nicht nur an einem Ort fixiert. Wir brauchen natürlich Kirchen, wo wir uns versammeln. Aber genauso wichtig ist dieser Gott, der mit uns ist, der mit uns geht, der dann gegenwärtig ist, wo zwei oder drei im Namen Jesu versammelt sind. Wir hören ja, wie dann Jesus herumgeht in Israel, predigt und heilt. Hier ist Gott selber, nicht nur ein Engel oder ein Prophet, sondern Gott selber gegenwärtig. Sein Wort tut gut, seine Hand heilt, ja, richtet sogar vom Tode auf. Der Synagogenvorsteher glaubt, dass wenn Jesus die Hand auflegt, die eben gestorbene Tochter doch noch wieder lebendig wird. Die Frau, die 12 Jahre an Blutungen litt, wagt es, ihn zu berühren. Das dürfte sie nicht, denn sie war ja unrein nach den herrschenden Vorstellungen. Aber Jesus sagte zu ihr: Hab keine Angst, dein Glaube hat dir geholfen. Und die Frau war geheilt. Dann kommt er in das Haus, wo das tote Mädchen ist. Er sagt, das Mädchen ist nicht gestorben, es schläft nur. Und als er das Mädchen an der Hand fasst, stand es auf. Es gab ja noch gar keine so richtigen Ausdrücke wie Auferstehung, also das Aufstehen vom Schlaf des Todes. Hier sehen wir, dass Gott wirklich mit Jesus ist, in Person, und er ist es auch mit uns, wo immer wir hingehen, wenn wir nur glauben. Amen. Zu Christus, dem starken Gott, der das Böse besiegt, rufen wir fürbittend für Kirche und die Welt. Für die Kirche und alle Christen, Gott, lass sie deine Nähe erkennen und dankbar bezeugen. Wir bitten dich. Erhöre uns. Für die Menschheit auf unserer Erde, lass sie aufmerksam werden für die Schöpfung und dir begegnen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Leidenden und Kranken, lass sie in den schweren Stunden ihres Lebens auf deine Liebe aufmerksam werden, durch liebe Menschen und Begleiter. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle unsere Verstorbenen, wälze den Stein weg von ihrem Grab und führe sie zum Leben bei dir. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir schließen jetzt unsere persönlichen Anliegen in diese Fürbitten ein. Wir beten auch für die Heilung aller Kranken, die unter uns sind, und denen, die in verschiedenen Krankenhäusern eingewiesen sind. Gott, unser Vater,
Wir bitten dich, erhöre uns. Gütiger Gott, in deine Hand liegt unsere Zukunft. Dir vertrauen wir und danken dir für deine Liebe und Treue. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an, aus seinen Händen, zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns. Gott, unser Vater, deine Kirche bringt dir diese Gaben dar und feiert den Tod deines Sohnes. Aus dessen Seitenwunde sie hervorgegangen ist. Lass sie ihren Ursprung nie vergessen, sondern in dieser Feier Leben und Heiligkeit empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und deine Größe zu preisen. Du bedarfst nicht unseres Lobes. Es ist ein Geschenk deiner Gnade, dass wir dir danken. Unser Lobpreis kann deine Größe nicht mehren. Doch uns bringt ihr Segen und Heil durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, grüße Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn
Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen, und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinen Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünden, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir:
Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst den Weg des Himmels. Lamm Gottes, du nimmst den Weg des Himmels. Lamm Gottes, du nimmst den Weg des Himmels. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist.
Nur eines erbitte ich mir vom Herrn. Danach verlangt mich, im Haus des Herrn zu wohnen, alle Tage meines Lebens. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns durch das heilige Sakrament gestärkt. Gib, dass wir im Brotbrechen und in der Lehre der Apostel verharren und in deine Liebe ein Herz und eine Seele werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ja, vielen Dank fürs Kommen, fürs Mitfeiern. Und in besonderer Weise möchte ich auch die beiden Ministranten danken, Felix und Anna. Ich danke auch Pfarrer für Mitkonzelebrieren. Und ja, und Karl, vielen Dank auch. Einen schönen Tag und schöne Woche wünsche ich euch alle. Der Herr sei mit euch. Ich segne und behüte euch, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Danke.